Hallo und schönen guten Tag. Ich war mal wieder bei meinem Messerhändler, beim Dealer meines Vertrauens und da habe ich mir ein Messer mitgebracht, ein feststehendes Messer. Und zwar sieht man diese Messer im deutschsprachigen Raum eher selten. Es handelt sich dabei um ein Messer von Kas Han Wai. Diese sind ja bekannt für ihre Schwertrepliken. Hochwertige Schaukampfschwerter und die bauen auch seit ein paar Jahren unter dem Label Rock Krieg Knives Jagdmesser. Und so eins habe ich mir jetzt wieder mal geholt. Ich hatte schon mal zwei, die habe ich hergegeben. Und zwar handelt es sich hierbei um das Springbok. Und da wollen wir zuerst mal nach der Scheide schauen. Es ist eine gut gemachte Lederscheide an den neuralgischen Punkten mit Blechen verstärkt, was mir persönlich gut gefällt. Auf der Rückseite das Logo Rock Krieg Knives. Jo, die braucht jetzt noch ein bisschen Öl. Ansonsten ist das eine sauber verarbeitete Messerscheide. Und nun hier mal zum Springbok. Es ist ein kleines Jagdmesser mit einer 9 cm langen Drop-Point-Klinge und mit einem Ledergriff. Die Monturen sind aus Edelstahl und die Klinge ist durchgehend und hat hinter ein Gewinde, das hier hinten verschraubt ist. Also sehr stabil gemacht. Die Verarbeitungsqualität ist sehr hoch. Wir haben hier oben ein Chimping, das recht aggressiv ist. Und die Klingendicke von diesem Messer beträgt satte 4 mm. Wir haben einen Flachschliff mit einer Sekundärphase, die sauber abgezogen ist. Man spürt also gar keine harten oder scharfen Ausbrüche, wie man das sonst als findet. Das Messer ist nach dem Anschleifen der Sekundärphase nochmal über einen ganz feinen Stein gezogen. Wir sprechen hier von einem Klingenstahl, von dem ich jetzt nichts weiß, und zwar der HWS-1K, ein hochkorrosionsbeständiger Stahl, so steht es in der Beschreibung, der auf eine Rockfellhärte von 58 bis 60 HRC gehärtet wird. Wir haben hier nur die Stahlbezeichnung, das Logo Rock Krieg Knives und auf der anderen Seite steht dann Dalian China. Kas Han Wai lässt auch seine Schwerter in China fertigen, was in diesem Fall auch gar nicht schlimm ist, weil ich finde, dass die Messer sehr gut und top verarbeitet sind. Wir haben hier am Übergang Ricasso zu den Griffmonturen alles sehr sauber gearbeitet. Wir haben ein toll funktionierendes Chimping und wir haben einen sehr sauber angepassten Ledergriff. Und ich mag ja Ledergriffe, die sind auch, wenn sie mit feuchten Händen oder kalten Händen sehr gut zu halten. Ein klassisches Jagdmesser und ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Messer auf YouTube im deutschsprachigen Raum schon mal gesehen habe. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt von einem russischen Messernutzer und der hat die da ganz anständig vorgestellt. Jo Leute, das wollte ich euch mal zeigen. Mein neues Messer. Das Springbok von Kas Han Wai, gefertigt unter dem Logo Rock Krieg Knives. Jo, das wäre es eigentlich schon wieder gewesen. Mal eine Kurzvorstellung von dem Messer, da wird noch was kommen im praktischen Bereich. Ich werde das mal anständig rannehmen, mal gucken, wie sich das so gibt. Aber ein sauber verarbeitetes Messer zu einem annehmbaren Preis. Jo Leute, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, denne. Tschüss.